So Leute gehören ja eigentlich doppelt von Giraffen totgefickt, wenn man so will. Normale Cheater gehören da schon einmal mindestens, also bis in den Tod halt, Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Overwatch CSGO Cheater Klatschen und hoffentlich ganz viele kaputt bannen, dass wir nie wieder cheaten können. Das Spiel befindet sich noch ganz am Anfang. Die erste Runde wurde von den Tees gewonnen. Der Suspect hat einen Kill und einen Tod. Und ja, wir schauen jetzt mal weiter hinein. Er ist AFK, stellt wahrscheinlich Cheats ein. Nee, Quatsch, ich glaube, er hat noch gekauft, kann das sein? Das klang so. Er hat kein Knife-Skin, ganz klar Cheats. Scheiße, was die Maus halt. Warte, warte, warte. Du Lurch, Mann, ich wollte doch gerade gucken, wo du hinschießt. Ja, das ist vielleicht ein Fuckel. Also er hat schon mal einen Header bekommen. Ich habe gerade meine Maus gesucht. Manchmal sieht man die nicht. Er aimt mittelprächtig ab. Da hinten steht noch einer. Da oben steht einer. Er hat ziemlich... Oh, der letzte, da hat er gar keinen Schuss mehr gebraucht. Der ist einfach umgefallen. Er hat da ziemlich bestimmt hingeguckt, aber der Mate ging ja auf den Spot. Das heißt, er kann eigentlich damit rechnen, dass rechts abgedeckt ist und er sich halt sofort links dieser Sache wenden kann, zuwenden kann. Er aimt sehr, sehr gut die Spots ab. Ich weiß nicht, ob das halt jetzt dafür ist, um uns zu verwirren oder weil er eben einfach gut abaimt. Wir schauen mal. Achtung, ich mach mal langsam. Ich mach mal kurz langsam. So, er holt sich die Pistole, die da liegt. Die Scout hat er jetzt gehört, die vor B steht. Also die hat er gehört. Er guckt jetzt hier rechts um die Ecke. Emu kommt gleich angeschlappt. Und der Ostrich steht noch da hinten rum. So, Emu ist down. Alles klar. Man hat den aber auch voll steppen gehört. Also man kann man überhaupt gar nichts sagen. Oh Gott, wow, Mate, pass auf. Oh, achso, das war eine Decoy. Er rennt davon, er versucht davon zu rennen. Ganz untypisches Verhalten für jemanden, der möglicherweise Cheats hat, würde ich sagen. Hätte ich Wallhack und würde ich ihn in diesem Moment da so vor mir hätte, hätte ich ihn geklatscht, beziehungsweise ich würde zumindest da stehen bleiben. Aber es sieht alles noch ganz normal aus. Leute, ich habe eben gesagt bekommen, ja, kurz vor der Aufnahme, dass die CSGO Top 10 Skins, meine Skins-Videos, ganz oben in den Rankings drinstehen. Und das stimmt. Wenn ich Top 10 CSGO Skins Deutsch oder German eingebe oder die Worte auch wechsle und sowas, da sind wir immer ganz oben. Verstehst? Bei mir halt so gut, sind so cool, sind so rank und schlank. Achtung, jetzt ficken wir sie tot, Alter. Wahrscheinlich, weil ich jeden Skin durchmache. Oh, pass auf. Ah, okay. Er geht wieder weg von lang. Grundlos scheinbar. Oder hat der Mate was gesagt? Achtung. Normal. An sich spielt er irgendwie ganz komisch. Er schaut gegen die Wand und wechselt manchmal die Waffen. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich habe es nicht jedes Mal drin, aber er schaut gegen die Wand. Da sind keine Gegner oder macht irgendwas. Also als wenn er sich mit jemandem unterhalten würde und kurz vom Bildschirm wegguckt und dann einfach nicht mehr weiterspielt. Da gibt's ja Pizza! Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es da Pizza gibt, was? Oh. Okay. Okay. Von Short kommt auch gleich einer. Der Kollege oder beide Kollegen stehen noch auf T-Spawn. Den Lang hat er jetzt geklatscht. Short kommt gleich hoch. Den hat man eben auch steppen gehört, glaube ich. Er ist jetzt hinter ihm, direkt hinter ihm. Ah, okay, aber das war jetzt irgendwie... Warum ist er da plötzlich geschlichen? Ich meine, klar, da kann man jetzt auch 50-50 sagen. Er dachte sich, weil er den auf Mitte gehört hat, dass er jetzt schon gleich da ist. Aber das war so, er läuft, wechselt zum Messer, dreht sich um und man sieht ihn auf dem Bildschirm und dann blub, fängt er an zu schleichen. Ah! Ich weiß nicht. Wir warten mal noch ab und gucken, was passiert. Also, man muss ja wirklich feste Beweise haben, um eben sagen zu können, ja, der cheatet oder er cheatet eben nicht. Und im Moment können bei diesen paar Dingen, die möglicherweise auffällig waren, halt doch Zufälle nur mitgespielt haben. Oder da verhalten. Oh, boah, da geht er. Schon wieder, er geht kurz gucken und geht dann wieder weg. Ganz, und mit der Bombe auch noch. Ganz, ganz schön gewagt, mein Freund. Gewagt. Es fällt mir echt schwer, hier was Handfestes zu finden. Die Demo ist ja eigentlich gleich wieder vorbei und es passiert irgendwie nichts. Da oben ist einer rumgehoppelt. Übrigens, ihr habt mir erzählt, es gibt auch eine andere Variante von Cheaten, und zwar Legit. Oh, shit, Legit Cheating. Wo man irgendwie Cheats hat, aber die immer nur so auf kurze Range funktionieren oder sowas. Was ist das für ein Scheiß und wie kommt man darauf, sowas Legit zu nennen? Ist es gerechtfertigt dadurch? Sagen die Leute, das kann ich machen, weil es ist ja Legit oder... Ich habe das letztens im Livestream, glaube ich, kurz erklärt bekommen, nachdem jemand gefragt hat, wie ich dazu stehe. Ich so, hä, Legit Cheating? Was? Das sind zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. Habt ihr davon schon mal was gehört? Und wenn ja, wie findet ihr das? Ich meine, das ist es wirklich so, dass man sagt, das ist in Ordnung? Oder das geht mehr in Ordnung als normales Cheaten, weil es eben in die Richtung von Legit-Spielen geht? Oder wie darf ich es verstehen? Falls ja, ist es ja wohl die bescheuerste Ausrede auf der ganzen Welt. So Leute gehören ja eigentlich doppelt von Giraffen totgefickt, wenn man so will. Also normale Cheater gehören da schon einmal mindestens von so einer Giraffe, also bis in den Tod halt. Aber solche Leute, die sagen, das ist in Ordnung wäre. Also wenn es solche Leute gibt, wenn ich es richtig verstehe, die sind ja nicht mehr ganz sauber. Das ist ja total abnormal. Also ich kann ihm da bis jetzt echt nichts unterstellen. Das ist der erste Spieler seit langem, bei dem ich ja wirklich überhaupt gar nicht sicher bin und den ich auch auf jeden Fall, außer es passiert noch was, gehen lassen werde. Wir beobachten mal, wie er jetzt auf die Köpfe zieht. Die von Short werden jetzt angezeigt von seinem Mate. Der eine geht runter, Achtung. In stückweise kommenden Schritten ist er nach oben gejuckelt. Einfach durch den Blowback der Waffe. Nicht Blowback, durch den Rückstoß der Waffe.
Voll daneben geschossen, Alter. Es scheint so, als hätte er gar keine richtige Kontrolle über die Waffe. Aufkommen, jetzt will ich was sehen. Es sah schon wie gelockt aus, ne? Als wenn er drauf gelockt wäre. Aber wer weiß, wie oft einem das selbst passiert. Ich will ihm jetzt wirklich, gerade weil ich davor nicht wirklich was hab, wo ich sagen würde, ja, das ist er, will ich ihm jetzt eigentlich nichts geben. Naja, entscheidet ihr das einfach mal für euch noch. Ich drücke ihm jetzt nichts. Wenn überhaupt, hätte ich ihm vielleicht Richtung Aim was gedrückt, weil es am Schluss so gelockt aussah. Als wenn sein Fadenkreuz am Gegner gehaftet hätte, wäre Tutentun. Aber so gut sein. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag Livestream. Ab 19.30 Uhr. Heute übrigens auch. Ne, halt, heute nicht. Heute nicht. Ich weiß nicht, wann das Video heute online kommt. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr Livestream. Der dritte Streamtag wird einfach so bekannt gegeben über die ganzen sozialen Medien, die hier unter dem Video verlinkt sind. Ihr könnt durch den Daumen nach oben geben, wenn ihr die Entscheidung für richtig haltet. Gerade wenn ihr sagt, hey, die Entscheidung war falsch, dann reicht's, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt und mir schreibt, was daran falsch war. Es ist halt einfach lebensnotwendig, Daumen zu vergeben. Also, mein Arzt sagt immer täglich. Wenn du täglich 3-4 Daumen vergibst, ja, das Hodenkrebsrisiko sinkt ins Unermessliche. Mädels, Brustkrebs, gar nicht mehr vorhanden, wenn man Likes gibt, ne? Also von daher, tschitsching, tschitsching. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, meine Augen werden wieder so trocken, ne? Wenn man so wenig schläft. Ich hab's gerade vergessen, lang wach zu bleiben in meinem Alter, ne? Da fällt ja der Sack ab, das ist ja was.